In anderem mit der Videodrohne geht das großherzoglich Schloss zu Colmar-Birch an 10 gesagt. Wir sind um Tonage von Secret d'Histoire, enger französischer Tele-Emission, die von dem bestbekannten Stéphane Bern präsentiert wird. Les dorures et les vitraux sont blanchis pour effacer tous les signes ostentatoires de la monarchie. Les meubles précieux disparaissent et les belles salles d'apparat sont sérieusement dégradées. Seuls les monogrammes ciselés dans le fer forgé de l'escalier central sont conservés. Der Pap Franzos und Mam Lützebäuerin, der dann jeft ein großer Expert an puncto europäisch Königshäuser, der Stéphane Bern hat sich ganz besonders auf das Episode gefreut, die am Grand Duché anhand der Kulisse vom großherzoglichen Hof gedreht wird. L'émission que nous tournons ici au Palais Grand Ducal, à Colmar-Berg ou à Fischbach, c'est sur Secret d'Histoire, une émission qui passe à la télévision française, sur France 2, et qui va raconter la vie de la grande duchesse Charlotte, son destin exceptionnel. Mais à travers elle, l'idée, c'est aussi de raconter le Luxembourg d'aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer cette continuité à travers la famille Grand Ducal, entre le Luxembourg d'hier et celui d'aujourd'hui. Mais en tout cas, rendre hommage à cette figure qui était une haute figure de la résistance et qui a incarné le moteur de l'Europe, en quelque sorte, entre 1919 et 1964, c'est-à-dire lorsqu'elle a abdiqué. Hier sieht gerade den direkten Durchgang vom Großherzoglichen Palais Ranan Chamba, der gefilmt wird. Monarchie et démocratie sont indissociables au Luxembourg depuis plus d'un siècle de dynastie nationale. Regardez, j'entre maintenant dans la Chambre des députés. Der Kibum-Film sei das groß. Neben dem Präsentateur Stéphane Bern sind das Operateure für die verschiedenen Kameras, die benutzt gehen. Da müssen Bilder an Temps real kontrolliert und aufgesehen gehen. Da nicht gehen natürlich Ton gerade bei Luchtentechniker gebraucht. Da muss den Teleprompter bedenkt gehen, der Stéphane Bern muss markiert gehen. Den Text muss kontrolliert, falls gebraucht, umgeschrieben gehen und so weiter. Nur noch gehen die einzelnen Plateauen, die den Drehplan vorgesehen heute Wiesel von der Gart für ein Palais dann enregistriert. Die einzelnen Szenen müssen optisch und technisch perfekt sein. Was auffällt, dass der große Aufwand mit dem Secret d'Histoire gefilmt wird. Und dann ist das noch nicht mehr spitzt vom Eisbier. Un tournage est forcément très important de Secret d'Histoire. D'abord parce qu'il y a plusieurs caméras, caméra fixe, un steadicam. C'est assez lourd pour les plateaux, simplement les plateaux de présentation. Mais par-delà, il y a toute la préparation. C'est-à-dire, Secret d'Histoire, c'est énormément d'historiens qui sont interrogés, une dizaine d'historiens parmi les plus éminents, à la fois au Luxembourg, mais aussi en France. On a même fait venir François Heilsburg, qui est un luxembourgeois éminent, qui aujourd'hui fait de la géostratégie pour nous raconter l'histoire de cette période particulière de la guerre. Et puis tous les membres de la famille Grand-Ducale nous ont ouvert les portes et ont répondu à nos questions. Le Grand-Duc, évidemment, la Grande-Duchesse, mais aussi les Grands-Ducs héritiers et puis d'autres petits-enfants de la Grande-Duchesse Charlotte, ainsi que le petit-fils de Roosevelt et beaucoup d'éminentes personnalités. Action! Ein von den Highlights am Drehplan da sind Bilder mit dem schwarzen Buick, der just für den Krieg 1931 an der Belge für den Hof gekauft war. Le Prince Jean, lui, avec deux de ses sœurs, les princesses Marie-Gabrielle et Alix, embarquent à bord de celle-ci. Acht Leute passen an die freie Staatskarosse, die ab in seiner Zeit vom Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt hat. Zinter 10 Jahre steht geführt am die Krischer Autos Musee. Die Bewegungsgeschichte ist wahrscheinlich die, wo den Auto als Auto benutzt wird, für ein Exil zu fahren. Am 10. Mai 1940, wie die Preise in Lützburg angefallen sind, und das tun die Familie Grand Ducal mit zwei Autos, soweit ich weiß, nach Süden gefahren, über Spanien, Portugal und dann in Amerika. Was flott ist, dass das Auto die ganze Kriegszeit eigentlich schon in Amerika war. Und nach so einem Vorgehen, soweit ich vom Grand Duc Henri hören habe, dass sein Papi mir erzählt hat, sie hätten vielleicht nicht gerade Route 66 gefahren, aber trotzdem einen großen Teil von Amerika mit dem Auto besichtigt. Wenn ich nicht in die fertige Mission da gucken kann, das steht noch nicht fest. Secret d'Histoire über die Grand Duchesse Charlotte soll im August oder Anfang September von France 2 diffusiert gehen.